Hallo Elena, mein geliebter Schatz. Dies ist hier deine Mutter aus der Vergangenheit. Ich habe gerade einen leicht emotionalen Tiefpunkt und habe gedacht, so ganz live präsent teile ich dir das mit. Heute hast du deinen 7-monatigen. Alles Gute, Schatzi, wünsche dir alles Gute. Es ist also der 4. Januar 2018, nicht mehr 17, 18. Du bist eine wunderbare Tochter. Du schläfst wie eine Eins. Du isst ziemlich gut, obwohl du eher tendenziell untergewichtig bist. Du bewegst dich wenig. Aber, du kannst dich nicht länger als 2 Minuten alleine beschäftigen. Du willst einfach nicht. Ich sage schon von Anfang an, du bist definitiv kein Einzelgängerkind. Wir werden sehen, ob die Zukunft, in dem Falle deine Vergangenheit, ob es die auch wirklich so, also ob es sich auch so bewahrheitet. Du willst den ganzen Tag beschäftigt werden und dann bleibst du auch nicht lange bei einer Sache. Ich würde ja mich auf eine Sache einlassen, damit ich einfach mal innerlich Kopfruhe haben kann. Das geht einfach nicht. Ein paar Minuten langweilig. Du weinst echt wenig, wirklich wenig. Also ich habe immer mehr geweint als du. Nach der Geburt. Du, von Anfang an hast, aber was du nörgeln kannst, was du meckern kannst. Da kommt schon wieder die Nörgelbewegung. Ich mag nicht mehr. Ja. Jetzt hier vor der Kamera zeigst du es nicht. Ich kann es kaum erwarten, dass du in den Kindergarten kommst. Du bist so wunderbar. Es macht so einen Spaß mit dir, aber du lässt mich nie durchatmen. Ich will eine Pause. Ich will einfach mal Luft holen. Einfach mal eine Sache freihändig machen, ohne dich ständig dabei haben zu müssen, ohne dich zu beschäftigen müssen. Da kommt's wieder. Ich bin einfach durch so erschöpft, körperlich müde. Nicht, weil du schläfst prima. 10 bis 12 Stunden, je nachdem. Da, live. Seh dich, seh dich. Ich mach mal Pause. Es hört sich jetzt an, als ob du voll das schreckliche Kind wärst, aber ich gehe in einem halben Jahr wieder arbeiten, bin seit 9 Monaten halb und bin null ausgeruht. Ich bin sowas von einfach durch. Und das bin ich, das ist ein Dauerzustand. Pushe mich mit Energy Drinks, meckere, dass ich mein altes Gewicht nicht mehr hinkriege. Ja, was denn? Ach, ich mach mal Stopp. Genug. Ich liebe dich trotzdem über alles.